Da sind wir wieder. Hey. Ich wollte auch da hoch, aber irgendwie darf man nicht. Man darf auch kein Fernglas benutzen. Doch, darf man. Wahrscheinlich wieder so ein ausgiebiger Ladebildschirm. Ja. Wie wirkt das Schwert eigentlich so cool designt, aber es ist so dolle kurz. Es sieht ja einfach aus wie so ein Zahnstocher. Genau. Ja, deswegen nehme ich genau nicht mit. Zeig mal deins. Wie lange ist dein Schwert? Zeig mal. Hast du gewechselt? So, lass die Hose runter. Nicht deine Pistole. Wenn du eine Ladung hast, ist klar. Nach 2 Sekunden ist alles vorbei, aber wo ist dein Schwert? Wo ist denn dein Schwert? Ja, du hast gar kein Schwert, du bist frei. So, okay. Nein, genau, ihr Brains. Ja. Ich kann nämlich nur 2 Waffen tragen. Ich habe eine Schrot und eine Pistole, weil ich das Schwert Quatsch finde. Mhm, natürlich. Aber wenn du leer bist, dann bist du leer. Ja, aber du findest doch bei jedem Kampf, war doch bis jetzt immer eine Munition. Ja, die sind auch wieder... Bevor ich in den Nahkampf Schwert kämpfe, rollt sich mit der Schrot. Ha! Auf einmal gar nicht mehr so dumm die Idee. Also der Kompass von Jack, der. Der führt uns da rein. Oh ja, da bin ich dabei, André. Für Spannung in der Musik. Muss ja auch Stimmung verbreiten. Die Band. Die Band wieder auf neue Abenteuer. Ah, wir haben eine richtige Xbox-Flagge jetzt da oben. Ja, ich wollte mal gucken, was es da noch gibt, aber ich kam ja nicht mehr hoch jetzt. So, okay. Müssen wir steuern? Müssen wir irgendwas machen? Sieht so aus. Vielleicht sollte man steuern, ja. Oh, oh. Nee, kann die Xbox-Flagge und was auch immer das hier ist. Flagge des goldenen Zeitalters. Ich lasse die Xbox-Flagge. Oh nein! Au! Das war dumm. Kannst du steuern? Ja, ich steuere. Ich weiß nur nicht genau, wo lang. Jetzt nach rechts. Ich habe den gerade nach rechts. Jetzt ein bisschen spät für rechts, ne? Links ist jetzt ein bisschen schlauer. Ja, aber der Kompass zeigt nach rechts. Ja, aber. Wieso ist links nicht schlauer? Müssen wir nicht irgendwann wahrscheinlich müssen wir irgendwann an Land, oder? Ich dachte, du kannst gucken, weil das Segel hoch gemacht ist, oder? Ja, ein bisschen kann ich sehen. Ich weiß nicht, hier kann man, glaube ich, überall mal an Land gehen. Nach rechts, genau. Ja. Weiß ich nicht. Oh. Was sagt denn der Kompass? Wir steuern einfach zum Kompass. Rechts. Ja. Wir sind genau richtig bisher. Ja.
Jetzt sagt er geradeaus. Genau. Du musst ein bisschen nach links einschlagen, sonst ja, kannst du jetzt irgendwie am Boden. Und jetzt geradeaus, ja? Oder den linken Weg? Ja, geradeaus weiß ich nicht. Rechts, ist, links? Egal, links oder rechts. Ja, egal, rechts. Ja. Okay. Es wird dahinter sein, schätze ich mal. Ja. Eben war es ja auch egal, wo wir links statt rechts gefahren sind. Ich muss gleich nur wieder gucken, dass du wieder ein bisschen links, weil da vorne Felsen sind. Ja, du kannst hier auf der Spur, nenne ich mal, bleiben. Genau, und dann da wieder ein bisschen weiter nach links. Ah, da ist wieder ein Tor. Ah, ja, okay. Durch das Tor. Dann müssen wir wahrscheinlich durch, ja. Ja. Ah, da sind Geister links. Ah, das hier ist. Genau. Hä? Da können wir nicht durch. Das ist eine Wand. Wir sind jetzt angedockt. Was auch immer. Hey, jetzt sagt der Kompass auch hier lang. Was? Guck mal. Vielleicht da an Land, da wo André jetzt ist. Das wäre jetzt. Ja, das macht Sinn. Ja. Hat einer den Anker gelichtet? Nein. Nö, nicht, dass unser Schiff dann einfach von alleine weiterfährt. Irgendwann. Ja, warte, mach ich schnell. Ja. Wenn nicht, können wir hier noch nicht raus. Und naja, wenn das Schiff jetzt hier steht, ist der erstmal okay. Oh, Anker ist gelichtet. Komme nach. Kapitäne der verdammten Fragmente der Vergangenheit. Okay. Ist das hier wieder Rätsel? Oder nee, ach, hier ist ein Beiboot. Ich glaube, wir werden damit weiter müssen. Schnell mal Platz einnehmen. Oh, soll ich wieder rudern, ja? Ja. Gar keinen Bock. Oh. Ja, rudern ist scheiße in dem Spiel. Ich finde es auch kacke. Setz dich hin, André, sonst sehe ich ja gar nichts von der Fahrt. Das ist jetzt hier wie beim Disneyland. Pirates of the Caribbean. Genau. Eine neue Attraktion. Alter, warum springt er denn hier so? Ich kann schieben von hinten. Warte. Nee, jetzt bist du ja wieder. Das ist ein bisschen. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Wir sind schon wieder bei unserem Schiff. Was sagt denn der Kompass? Das macht ja wenig Sinn. Sagt nach Norden, also da lang. Haben wir was übersehen? Irgendein Gegenstand oder so? Bestimmt. Aber ich komme hier nicht durch. Stimmt irgendwas auf diesem Schiff hier? Ja. Irgendwas. Du. Schwinge die Laterne hoch, um die Flamme aufzunehmen. So, Seelenflamme. Okay, jetzt müssten wir. Hast du auch eine Seelenflamme, André? Nö. Na gut.
Kompass zeigt dir was Neues. Sorry, war gerade. Ja. Oh, jetzt bin ich leider aufs Schiff geportet worden. Okay. Ich glaube, mit der Flamme müssen wir hier hin. Und dann bestimmt hier irgendwas anzünden. Ach ja, der Kompass hat sich gedreht, ne? Ja, das ist hier. Dennis müsste jetzt seiner Flamme... Wo denn? Was soll ich anzünden? Hier oben. Kannst du die Laterne? Da erfordert die Laterne. Hier auch noch. Oh, das noch eine. Geht jetzt jetzt dreht er sich wieder. Oh, hier unten auf einmal haben wir Fans. Ah, willkommen. Hallo, meine Fans. Die Band, sie wollen was von der Band hören. So, warte. Das ist jetzt ein Konzert hier. Aber wir brauchen was Peppiges eigentlich. Die erwarten noch was. Ist ja langsam die Spannung irgendwie. Au, oh, jetzt. Es klatscht keiner. Ich Hallo, klatschen. Und jetzt. So, mein Kompass zeigt eigentlich wieder Richtung, wo wir herkamen. Zeigt ins, können wir das Schiff. Der zeigt eigentlich durch das Blaue. Oder eine Laterne zum Anzünden. Komm mal her, hier, der hat keine brennende Kerze. Okay, Leute, alle zusammen. Ja, ich hab's, glaube ich, gerafft. Guck mal, ob die hier alle brennende Kerzen haben. Hier hat sie nicht. Okay. Danke, dass ihr alle da wart. Wer macht denn jetzt hier Voodoo? Das ist diese komische Voodoo-Frau, oder nicht? Mhm. Ja, aber ich sehe sie nicht. Ich höre sie nicht. Oh, nee. Oh, nee. Du bist der Goody Goody. Ihre Schritte. Barbossa. Wo ist Barbossa? Man hört ihn nur reden. Ja, ich will ihn auch sehen. Bin großer Fan. Deswegen stehe ich auch hier jetzt. In der Hoffnung, dass er rauskommt und Autogramme gibt. Ja, nee, durch die Fenster kann man nicht gucken. Dann sieht man nichts. Sie sind weg. Ah, da. Wo ist er? Oder das ist nur eine Pflanze. Das sah das sah aus wie Barbossa. Hier ist Barbossa, ja. Hier. Guck mal hier, und ich bin Michael Jackson. Ah, schade. Da stand hier Missionsfortschritt, bla bla bla. Oh, das Tor ist auf. Oh ja. Wir können weiter. Nur hier wenden. Ja. Ankerlichten. Warte, ich schlag voll ein. Wir sollten die Segel reinnehmen. Sonst fahren wir gleich wieder gegen die Wand. Segel einholen. Anker ist gelichtet. Ja. Nee. Wie fahren wir denn jetzt? Warte mal, das Segel kann man doch drehen, oder? Ja, aber nicht so dolle. Oh, jetzt dreht sich. Okay, jetzt wieder, let's go. Alles klar. Oh, einfach mal 1000. Oh, sehr gut. Okay, wo müssen wir hin? Brauche Koordinaten. Geradeaus.
du den Kompass, André? Dann gucke ich hinten hier an. Also ein bisschen rechts, das sieht aus, als ob wir da auf die Insel müssten. Okay. Da kommt gleich eine Insel. Oder dran vorbei, je nachdem. Weiß ich nicht. Hast du den Kompass oder ich? Jeder von uns hat einen Kompass. Also da ist auf jeden Fall so eine Art Festung oben. Festungs... Ich weiß nicht, ob das sogar eine Kanone ist oder irgendein Dreh... Nee, da oben ist ein... Ist ein Anlegepunkt. Da ist ein Anlegepunkt, ja, da sollten wir vielleicht hin. Wir müssen, glaube ich, da oben irgendwie hoch. Das sieht wieder aus nach Lampe. Ein bisschen weiter rechts. Ja, Anker langsam lichten. Ne? Oh, geil, die Mucke. Oh, das ist ja traumhaft. Ja, ist zu spät, André. Du musst schon ein bisschen früher den Anker eigentlich lichten. Wieso denn? Ja, weil der doch immer ein bisschen braucht, bis er... Ja, wir sind doch hier perfekt. Hätten sogar noch einen Meter fahren können. Ja, aber wir müssen ja auch immer wieder noch rauskommen. Das musst du auch bedenken. Wie rauskommen? Wir müssen doch auch irgendwann weiterfahren. Ah, machen wir Rückwärtsgang. So. Da oben ist auf jeden Fall wieder so ein, dieses Lichtding, wie bei der ersten Mission. Wo wir die Lampen hier angemacht haben. Da hinten sind auch wieder so. Hinten sind auch wieder hier diese. Sag schon, diese Feuerkörbe, die wieder aktiviert werden müssen. Ja. So, wie kommen wir denn hier rein? Habt ihr Essen mitgenommen? Ja, ja, ich bin ausgestattet. Ich glaube, hier haben wir eine Fackel. Nee, scheiße. Warte mal. Okay. Hier außen geht's nicht weiter. Nee, hier rechts auch nicht. Der Kompass zeigt da entlang. Ah, hier. Ja, bitte. Hab was gefunden. Ja, wo bist du denn? Hier vorne hat er hingezeigt. Genau. Einfach dem Kompass nach. Der zeigt wohin. Ach, hier war eine Laterne. Laterne. Geh mit meiner Laterne. Laterne mit mir. Da sind so Schießdinger. Und der andere trifft mich. Also Captain Jack Sparrow zu töten, also tot oder lebendig, bringt er uns nur 200 Gold. Also viel wert ist der nicht. Hier ist gesperrt. Hier sieht es nach einem Schlüssel aus. Oder man darf da einfach nicht lang. Oh, oh, oh. Steh zusammen. Ist die Flagge zeigt sie. Die Filme müsste ich auch mal wieder gucken. Schon ewig nicht mehr gemacht. Der erste ist der beste. Hier sind die Feuerscheine. Ja, 2 und 3 fand ich aber auch geil. Ja, schon. Und danach habe ich, glaube ich, nur den einen da mit dem Jungbrunnen gesehen und was danach kam, habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Es war leider auch schlecht danach. Das da vielleicht? Da habe ich Gänsehaut gekriegt, als das im Kino lief, das Lied. Das war mega gut. Ja, hier, das Skelett, der hat einen Dietrich. Ja, hab den Dietrich. Ich weiß nicht, ob wir noch den Klaus brauchen, aber... Ich glaub, wir müssen runter, weil hoch geht's, glaube ich, nicht. Ja, hoch geht's nicht. Also tauchen.
Weil oben. Ah, hier ist ein Loch, Dennis. Auf der Mitte der Höhe. Mitte der Höhe von dem Brunnen oder was das jetzt war. Mitte der Höhe? Da ist die Steuerung. Mitte der Höhe, ja. Mitte der Höhe sehe ich nichts. Ah, jetzt habe ich gefunden. Weiß nicht, auf der Hälfte nach unten. Habe ich gefunden. So, Schloss wird geknackt. Hier ist der. Mir fehlt hier so die, weißt du, so eine Zeigeanimation, dass ich irgendwie so einen Punkt auf der Karte oder auf der Karte nicht, aber. Ja, ich weiß, was du meinst. Nach dem Motto, nach da zeigen. So, ich bin hier drin. Okay. Oh, hier wollen wir nicht. Hier, der Dietrich ist weg. Ich habe jetzt keinen Dietrich mehr. Benutze Schloss mit Dietrich. So, hier was kaputt machen. Ja. Jawohl. Okay. Ist das ein Schieberätsel? Oder ist das hier ist einfach so ein Jump'n'Run. Einfach Jump'n'Run wieder. Der muss immer sein. Ohne Noob-Filter kein Spiel. Ich glaube, hier über das Dach. Wer hat erfunden? WoW. Naja, wie hieß nochmal die Dungeon? Ach, wie hieß denn der? Karazhan. Nee, war das nicht in diesen Mulgor-Höhlen? Todesmine war, glaube ich, der erste Noob-Filter schon, oder? Weiß ich nicht. So. Was machen wir denn jetzt hier für ein blödes Rätsel? Ja, okay, Tür auf. Das habe ich nicht verstanden. Auch nicht. Haben wir jetzt jemanden befreit, oder? Sagt mir Kompass. Kompass zeigt weiter irgendwie. Mach nochmal hier die Sprünge, ich guck mir das nochmal an hier. Wollen wir jetzt vielleicht da hoch irgendwo? Oh, ich muss weg. Charlotte ist da. Okay. Tschüss. Tschüss. Das ging ja schnell. Ja. Ja, Dennis, wollen wir abbrechen und auf André oder wollen wir es jetzt zu zweit machen? Nee, ich würde sagen, wir machen das hier noch. Sollen wir machen? Das ist vielleicht ein bisschen schwerer dann, ne? Naja. Ist hier ein Flaschenzug? Ist das ein hier ist ein Flaschenzug. Soll da einer reingehen? Warte mal. Nee, der andere war zu. Der andere war auf jeden Fall zu. Aber kann man doch aufmachen. Aha. Ah, ja. Okay. Ich bin rausgefallen. Ach so. Oh. Warte, mach mal, bleib du mal drin. Mich und dann ja, vielleicht kann ich bestimmt ja. Oben. Ja. Oben dann. Nee, ich kann oben nichts machen. Du musst schnell sein, glaube ich. Oh, also so schnell weiß ich nicht, ob es so schnell sein kann. Ah, doch. Na, geht das jetzt? Ja. Okay. I can almost reach the lock. What about my final meal? I fancy a roast chicken, I do. Wir müssen. Wo müssen wir hin? Ah, hier geht's. Oder? Geht's hier weiter? Ah, warte mal. Ich glaube, man kann hier außen lang springen. Oha. Oder? Warte mal. Nee, das sieht nicht gut aus. Ja, doch, muss man, glaube ich. Ich glaube, man muss, ja. Ja. Muss man. Ach du Scheiße. Das ist jetzt aber ein guter Noob-Filter. Ja, ging. B
In Ego-Ansicht springen ist eh immer so eine Sache. Boah, ich will eigentlich gar nicht den Sprung hier machen, ey. Hab ich geschafft. Sehr gut. Ja, Flaschenzug? Ja, was? Achso, das ist ein Fahrstuhl. Ah. Ja, bin da bist du mit drauf, ja? Ja. Ah. Oh, oh. Okay, hat geklappt. Okay, jetzt haben wir hier wieder ein Leuchträtsel. Hier hinten ist nichts. Das ist ja, was wir schon mal gemacht haben. Das ist ja einfach hier recycelt. Da oben ist einer hoch. Aber dann muss ich da was machen? Du musst hoch machen. Ich kann nur links, rechts. Ich bin das hier. Hier. Einer? Ja, warte. Da ist noch einer. Warte mal, da unten drunter links jetzt ein bisschen. Und da ist auch noch einer zwei, oben. Zwei fehlen noch. Ja. Eine Kerze ist noch aus. Nee, ich glaube da nicht. Vielleicht. Ach wohl, doch, da hinten sehe ich. Hier. Da. Oben. Ja. Okay. Oh, jetzt kommen Schiffe da. Ja. Sir, ships on the horizon. They're callers? No, sir. Was sagt wieder zurück? Oh, ich glaube, wir sollen an die Kanonen, oder? Oder ne? Nee, ich kann da gar nichts machen. Ganz kurz warten. Unser Schiff mittendrin. Ja. Na, ja, du musst wahrscheinlich kurz warten. Ja, der Kompass zeigt genau in die Richtung von den Geisterschiffen. Wir müssen ja nichts machen, ne? Wir können nicht an Kanonen. Nee, ich glaube, wir müssen uns den Quatsch angucken. Aber hier passiert ja auch nichts. Das sind Geisterschiffe. Wie lange wollen die kämpfen? Ins Buch. Nee, nur die Nadel. Ja, ist jetzt mal gut hier, oder? Ja, das meine ich. Zeigt uns, also zeigt in die Richtung der Schiffe. Ich würde sagen, wir gehen hier mal runter, oder? Ja, vielleicht sollten wir hingehen. Komme ich denn hier runter, ohne mir alle Knochen zu brechen?
das Ding vielleicht. Ja, ja, du musst hier raus. Alles klar, okay. The name's Black Dog Briar. Keep your state to Captain Barbosa. Here in search of the traitorous friends, Jack Sparrow. Judging from the trinket on your belt, you and I are both hunting for the same man. Pity his famous compass can't tell what's real and what's not in these here arms. When we find Jack Sparrow and take his treasure for ourselves, we'll finally be free of this accursed place. I'll be sure to tell Barbosa all about how we cruise. Die Nadel zeigt jetzt in die Richtung des, der offenen See. Na, dann fahren wir einfach, während die hier noch kämpfen. Ja, warte mal. Oh, da kommen Gegner, ja. Oh, ja. Jetzt bin ich hier festgebackt, glaube ich. Nicht dein Ernst. Keine Munition mehr. Ich bin festgebackt. Naja, vielleicht muss ich sterben. Dich mal umbringen. Ja, bin tot. Gut. Alter. Munitionskiste ist hinter dem Felsvorsprung hier vorne. Oh, da kommen noch mehr. Fuck. Okay, jetzt kommen noch mehr. Aber nichts mehr zu essen. To be living, to be weak. Oh. Alter. Alter, verpiss dich. In den Kisten ist doch bestimmt Essen. Ja. Alter. It's been a while since my crew had a tussle this grand. I'd be a fool not to take part in the fun myself. Okay, Bosskampf. Ah ja, da ist er. These shores will be the last thing. Auch erstmal die Mobs hier weg. Ja. Alter. Hä, ist der unsichtbar? Ja.
Vielleicht spawnen die unendlich nach, bis wir den Boss haben. Alter! Ich will auch noch Munition aufnehmen. Aua. Was ist er denn? Da. Ja, Treffer. Alter. Aua. Treffer. Treffer. Jetzt rein. But know this. If you continue to meddle in Barbossa's affairs, there'll be no power living or dead that'll save you from my blade. So, weg sind sie. Und der Kompass zeigt, dass wir weiter müssen. Ja, die gerade Strecke da. Da, wo die Flammen jetzt hoch sind. Hm. Ah, hier, dein Fortschritt des Seemannsgrans ist in deinem Missionsinventar gespeichert. Das heißt, man könnte quasi. Aber wir könnten hier weitermachen. Ja, das ist eigentlich okay. Dann können wir dann. Ja, dann können wir dann auf hier. Andere warten. Ja, das können wir machen. Dann machen wir das so. Vielleicht. Ja.